Ja, im Beispiel 684 ist eine Gerade gegeben und es sind Geraden gesucht, die dazu normal stehen. Ja, wenn zwei Geraden aufeinander normal stehen sollen, weiß ich, die Punkte sind komplett egal, es geht nur um die Richtungsvektoren. Ja, und darum schreibe ich auch mir auch gleich nur den Richtungsvektor her von der Gerade G, weil das ist das Einzige, was mich interessiert, 1, 1, minus 1. Ja. Und jetzt bei der Antwortmöglichkeit A, Blödsinn, da habe ich falsch abgeschrieben, von der Gerade G war 2 minus 1, 1. Und jetzt sehe ich beim Punkt A, da gibt es zum Beispiel den Richtungsvektor 1, 1, minus 1. Und wenn ich wissen will, ob die zwei Geraden aufeinander normal stehen, setze ich natürlich ins Orthogonalitätskriterium ein, das heißt, 2 minus 1, 1 mal 1, 1 minus 1 ist gleich 2 mal 1 ist 2, minus 1 mal 1 ist minus 1, 1 mal minus 1 ist auch minus 1, ist 0. Super, daraus folgt, die stehen aufeinander orthogonal. Das gleiche mache ich beim Punkt B oder bei der Antwortmöglichkeit B. Da ist jetzt mein Vektor 1, 2, 0. Auch jetzt setze ich wieder ein 2 minus 1, 1. Ja, das ist immer der Vektor von der Gerade G mal den Vektor von der Antwortmöglichkeit B ist 1, 2, 0. Ist gleich 2 mal 1 ist 2. Minus 1 mal minus 2. Mal 2 ist minus 2, 1 mal 0 ist 0, 2 minus 2 ist 0. Ja. Und so weiter und so fort. Also immer nur den Richtungsvektor einsetzen, ins Orthogonalitätskriterium einsetzen und dann wisst ihr, welche Antwort richtig ist und welche falsch ist.